Also, ein Video-Tutorial von Chenomemeti über Chemiegleichungen. Also, man sieht, H kommt doppelt vor, so wie Sauerstoff. Und H hat ein Valenzelektron. Und Sauerstoff hat 6. Genau, 6. Und jetzt, das würde dann so aussehen. Ungefähr, hier. So ungefähr. Und da Sauerstoff nie allein vorkommen kann, muss man das zweimal machen. Und ja, hier sieht man, man hat zwei Sauerstoff benutzt, zwei Wasserstoff benutzt und ein Sauerstoff. Und das machen wir jetzt zweimal, weil Sauerstoff oder Wasserstoff nicht allein sein kann. Machen das zweimal. Das würde dann so aussehen. Zweimal H2 und O. Das würde dann geben H viermal und O zweimal. Würde das so aussehen. Also, das ist so. Ja, Filmen und Schreiben ist nicht so einfach. Gecheckt? Wenn ja, dann lass mir einen Kommentar.